Seid herzlich gegrüßt hier in Anis Welt. Heute wieder mit dem Bienenflüsterer Bernd. Da lacht er. Schön, dass du dabei bist. Und ja, uns wieder was erzählen möchtest über deine Bienen. Warte, nochmal, wir müssen nochmal neu starten. Ah, Bienenflüsterer. Also wer deine Videos gesehen hat, der weiß, dass du der Bienenflüsterer bist. Okay, gut. Kann ich mitnehmen. Ja, du hast so einen ziemlich zwanglosen Umgang mit den Bienen. Ich habe das fasziniert angeguckt. Du hast dich nur einmal bekleidet, als du einen wilden Schwarm... Ja, was hast du da gemacht? Genau, erzähl mal, was hast du da gemacht bei dem wilden Schwarm, den du da entdeckt hast? Ja, das war jetzt kein wilder Schwarm. Das war zwar ein Nachschwarm. Vorschwärme, die sind ja mit der alten Königin, die das Volk verlässt, wo die sich dann eine neue ziehen. Und bei Nachschwärmen ist schon eine von den Jungköniginnen, die unbegattet sind. Und Nachschwärme können manchmal, muss nicht sein, können manchmal ein bisschen kratzbürstig sein. Beziehungsweise, wenn die jetzt ziemlich hoch hängen und ungünstig, so wie in dem Video zu sehen ist, dass die so halb über Kopf hängen, wenn man die dann in die Schachtel schüttelt beim Schwarmeinfangen, dann macht es schon mal Sinn, auch Schutzkleidung anzulegen, damit die einen nicht im Nacken fallen oder so. Wenn die gedrückt werden, dann stechen sie halt. Ne? Was würden sie sonst normalerweise nicht tun? Die haben ja die Mission, ein neues Volk aufzubauen. Da wird jede Biene gebraucht. Deshalb sind Schwarmbienen im Normalfall eigentlich immer sehr friedlich. Aber klar, wenn man über Kopf arbeitet, macht es schon Sinn, ein bisschen Schutzkleidung anzuziehen. Ansonsten ist es eine gute Schule, ohne Schutz zu arbeiten. Und das ist der Unterschied zu früher, wo ich da in der Jugend geimkert habe. In Norddeutschland noch, da brauchte ich die Schutzkleidung, weil ich da vom Bewusstsein noch nicht so verbunden war mit den Bienen und genau. Wie oft hatte ich denn schon eine Biene gestochen? Also ja, das kann ich jetzt in meiner ganzen Imkerlaufbahn kann ich das jetzt nicht so genau sagen, wie oft. Dieses Jahr habe ich erst 6 oder 7 Stiche bekommen und das war eigentlich bis auf 2-mal war es immer so, dass ich aus Versehen eine Biene gequetscht habe beim Bearbeiten. So, das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Man kann noch so doll aufpassen, aber es passiert schon mal, dass man irgendwo was nicht sieht und eine Biene quetscht und dann sticht die sofort. Ja, ja, meine Tante hatte da mal eine wunderbare Kaffeetafel gedeckt mit leckerem Pflaumenkuchen. Ja, und wir saßen alle darum zu und die Bienen fanden den Kuchen offenbar auch sehr lecker. Naja, meine Tante meinte denn, die mit der Hand wegwedeln zu müssen. Ja, hat das auch gemacht. Ja, und eine Biene dann, ja, genau bei mir in den Ausschnitt, ja, reingewedelt und die hat dann zugestochen. Ja, das war nicht so schön und nicht so prickelnd. Ja, das stimmt. Also man kann noch so oft von Bienen gestochen werden und, sagen wir mal so, sehr immun sein gegen das Bienengift. Aber der Einstich, der tut jedes Mal höllisch weh. Und das ist immer schon eine Nummer, damit im ersten Moment klarzukommen. Aber da gibt es auch einen Trick, den habe ich auch erst dieses Jahr erfahren von jemandem hier aus der Hausgemeinschaft. Dass man einfach einen Löffel heiß macht. Ja, oder irgendwas ganz Heißes oder ein Feuerzeug heiß macht. Und dann auf die Einstichstelle draufdrückt. Das Bienengift besteht ja aus Eiweiß, aus Protein und die zerfallen bei Hitze und dann wird das da nicht dick. Also gibt ja auch diese Sachen mit Zwiebel drauf und sowas alles, aber ja, einen heißen Löffel oder ein heißes Feuerzeug drauf gedrückt, das macht ja, aber da, dann hast du da eine Brandblase. eigentlich nicht, also man muss es nicht übertreiben mit dem Heiß. Es reicht schon sehr heiß, aber nicht kochen. Ne? Ja gut, guter Tipp. Gut. Es soll ja auch solche Geräte geben, die im Handel, die auch bei Mückenstichen ist ja im Prinzip, glaube ich, das ähnlich gestrickt, Wespenstiche und sowas. So extra kleine Geräte kann man da kaufen, die irgendwie so Hitze erzeugen, damit dass man auf die Insektenstiche draufdrückt, damit das nicht dick wird. Und ja gut, es ist ja das Histamin da drin. Ja, mag sein.
Ich weiß nicht alles. Bei Mücken weiß ich das. Ja, ich weiß nicht alles und ja, es geht auch nicht darum, alles zu wissen. Nur das Wichtige. Nee, um alles zu wissen, ist der Mensch zu dumm. Ja, genau, wir sind schon so ein Wunderwerk als Menschen, aber ja, dieses Wissen wollen, das ist immer so verkopft, immer diesen Kopf, Kopf, Kopf. Dabei geht es ums Fühlen der Dinge, ums Herz geht es. Ja. Ja, da gehst du ja komplett so dran wie auch Anastasia, vor allem bei deinen Bienen. Wie bist du zu Anastasia gekommen und wie zu den Bienen? War das gleichzeitig oder getrennt voneinander? Ja, als ich zu den Bienen gekommen bin, das war ja 1980 schon, da war von den Anastasia-Büchern noch keine Spur. Das kam da erst später. Und das war im Jahre, irgendwann Ende der 90er Jahre, habe ich gehört, dass es die Bücher gibt und ich bin in Resonanz gegangen. Aber irgendwie war das Budget für die Bücher nicht da. Ich kannte niemanden, der die hat. Das war auch mit dem Internet ja noch nicht so. Ich bin da ja auch Späteinsteiger beim Internet gewesen. Und ja, dann im Jahre 2009 bin ich an die Bücher gekommen, habe das erste gelesen und habe sofort gespürt, dass ich in Resonanz gehe. Alles in mir hat vibriert. Das war so ein Rückerinnern an meine Kindheit, wo ich nur draußen im Wald, im Garten war. Und es hat mich völlig ergriffen und ich habe alle 10 Bände quasi in eins durchgelesen und ja, war dann einfach der Wunsch auch da, diese Familienlandsitzgeschichte mit aufzubauen und habe dann da auch die entsprechenden Kontakte dann auch bald darauf bekommen, dann in der alten Heimat im Norden. Also du hast erst in Norddeutschland gewohnt und jetzt lebst du im Allgäu. Genau, genau. Ich bin da, war da damals noch ja, im Norden, im Braunschweiger Land habe ich gelebt und hatte da Kontakt zu Veda Elysia, zu der lieben Aruna und dem lieben Meinhard. War da ganz schön, aber ich habe immer gemerkt, das ist nicht meine Heimat, der Norden. Ich habe immer geguckt, wo ist meine Heimat. Und durch ein, ja, zufällig, es fällt zu, was fällig ist, Urlaub am Bodensee, habe ich die Region hier kennengelernt und mich sofort in die Region Vorarlberg, Bodensee, Allgäu verliebt und ja, ein Jahr später nach dem Urlaub dann meine erste Wohnung am Bodensee bezogen. War zwischendurch auch mal ein Jahr auf dem Campingplatz, so als Hauptwohnsitz, im Wohnwagen gelebt, schon dicht dran an der Natur. War dann auch in Österreich gewesen, in Vorarlberg, in einem Selbstversorgerprojekt. Und ja, da war ich aber noch nicht so weit, da fehlte noch was. Wir hatten auch zuvor schon die erste Zeit am Bodensee versucht, ein Familienlandsitzprojekt aufzubauen, aber die Vorstellungen und Energien waren zu unterschiedlich. Ja, und das ganze Leben so spielt, es kommen die Sachen, die fällig sind, die fliegen einem zu, das sind dann die Zufälle. Und so bin ich dann letztes Jahr hier im Allgäu gelandet. Und noch bevor ich richtig eingezogen bin, standen schon die ersten Bienen im Garten. Nein, ja. Das ist ja klasse. Ja, genau. War gleich das Erste. Mir war klar, wenn ich jetzt wieder sesshaft werde und die Nomadenjahre vorbei sind, dann müssen Bienen her und ja, und das fließt. Alles, was mit den Bienen zu tun hat, läuft. Ja, da fragt sich, wer hier wen anzieht. Das ist ja echt klasse. Ja, einmal Bienen, immer Bienen. Ne? Ja, ich hatte ja in den Wanderjahren, wo ich dann vom Norden weggegangen bin, hier zum Bodensee und die erste Zeit hier hatte ich ja nicht die Möglichkeit dann mehr gehabt, Bienen zu halten und die Jahre ohne Bienen waren schon eine Herausforderung. Wenn man dann so durch die Gegend gefahren ist, irgendwo Bienen stehen sehen hat, dann hat das Herz geblutet und ja, und das war ganz klar, wenn ich irgendwo mal einen Ort finde, wo es mir gefällt, wo ich bleiben kann, wo ich mich gut fühle, da müssen sofort wieder die Bienen ran. Ja, darum hast du auch 14 Stöcke. Ja. Wie sind denn eigentlich die Namen der Bienenstöcke? Heißt auch eine Anastasia? Nein, Anastasia heißt noch kein Bienenvolk. Das darf noch kommen. Ja, es ist ja so, dass ich noch im Aufbau bin. Früher in Norddeutschland, da hatten meine Bienenvölker Nummern, wie es bei fast allen Imkern ist. Die nummerieren ihre Bienen durch. Und das ist ja wie bei Menschen, die in großen Betrieben arbeiten. Die sind nur eine Nummer. Ja, und das fand ich noch nie stimmig. Und ich habe dann mal bei YouTube ein Bienenvideo gesehen von jemandem,
der seinen Bienenvölkern Namen gegeben hatte. Und das hat mich so inspiriert, dass ich gleich gesagt habe, okay, meine Bienen, die kriegen jetzt Namen. Und ja, habe dann zunächst angefangen, den Bienenvölkern Namen zu geben von Menschen, die mir sehr nahe stehen, zu denen ich eine gute Verbindung habe, eine gemeinsame Geschichte, ein gemeinsames Erleben. Und was ich faszinierend finde, die Bienen haben ja, jedes Volk hat ja einen eigenen Geruch, einen eigenen Charakter, eigene Eigenschaften. Also sie sind so, so ganz krasse, eigentümliche Wesenheiten, die Bienenvölker. Und die Völker, die hatten auch immer irgendwie welche Eigenschaften von den Namen, die denen zugeordnet waren. Also von den Menschen, die du gekannt hast. Genau. Kann man echt sagen, dass da immer auch Wesenszüge zu erkennen waren. Also ich habe jetzt, also bis jetzt habe ich mein Leitvolk, das ist die Nummer 1, das ist die Simone, mit der fing alles an letztes Jahr beim Wiederaufbau der Imkerei. Also ich hatte ja, wie schon, glaube ich, gerade erwähnt, ein paar Jahre ohne Bienen, und die Simone war das erste Volk, dann kam die Sigrun dazu, die Silke, jetzt ist die Susanne, die Brigitte, die Sina, die Naja, die Anne, die Corina, der Nikolai und der Bruno, das sind die Ableger, das sind der Nachwuchs. Ja, habe ich eins vergessen? Die Johanna habe ich vergessen, genau, die Johanna darf ich nicht vergessen. Das ist mein erster Schwarm, das ist da, wo ich auch das Video gemacht habe von dem Schwarm. Da ist die Johanna eingefangen worden, ist auch ein starkes, sehr friedliches Volk. Und genau. Ja, das hört sich fast an wie die Namen von Stürme oder Orkanböen. Ja, die Bienen sind auch sehr stürmisch. Also im Moment ist ja das indische Springkraut am Blühen. Das ist nicht nur für uns. Die Samen schmecken ganz lecker. Die esse ich da gern beim Wandern. Aber die bringen auch mal unheimlich viel Pollen und richtig viel Nektar den Bienen. An meinem Waldstand, da bin ich mit Futter hingefahren und das Futter habe ich zurückgenommen. Ich habe da noch Futterwaben rausnehmen können, weil das ganze Brutnest verhonigt war, weil das Springkraut jetzt so viel bringt, und die sind wie auf Drogen, die Bienen, die fliegen, auch wenn es regnet, wenn es schon Dämmerung ist, fliegen die in dieses Springkraut rein. Das ist einfach fantastisch, was da gerade für eine Urkraft, für eine Power von den Bienen ausgeht in diesem Springkraut, ja. Also das sollte man auf jeden Fall anpflanzen, wenn man den Bienen helfen möchte, ja? Ja, das braucht man nicht anpflanzen. Das ist ja so ein Neozyt, so ein Einwanderer. Viele mögen es ja nicht. Auch viele Imker mögen es nicht, weil es halt passieren kann, dass man da in der Einfütterungsphase wieder Waben rausnehmen muss, tauschen muss oder schleudern muss, weil einfach zu viel Futter reinkommt, weil es zu viel Nektar ist und die dann keinen Platz mehr hat zu brüten, die Königin, weil alles voller Nektar ist dann. Aber das kommt von alleine, und das ist auch so eine bekannte Kräuterhexe, Kräuterfrau hat zu mir mal gesagt, das Springkraut, wie viele andere solche Pionier- und Einwandererpflanzen, die kommen, wo der Boden geschädigt ist, bleiben eine Weile, 6, 7 Jahre und reparieren da was, hinterlassen was an dem Boden und gehen so von alleine wieder. Und das Springkraut ist da, wo es gebraucht wird, und da braucht man als Mensch nicht nachhelfen. Ganz fantastische Pflanze. Die Samen schmecken leicht nussig, und wenn man die Kapseln anfasst, wenn die reif sind, die platzen einem in der Hand auf und man kann gleich die Körner essen. Ja. Hört sich nach einer guten Alternative an. Ja, genau. Genau. Und ja, ist auch so mit den Namen, da bin ich jetzt dabei. Imkerei ist ja ein sehr, sehr teures Hobby, wenn man jetzt aufbaut, wenn man anfängt, wenn man da nicht mit einem reichen finanziellen Polster gesegnet ist. Muss man sich da schon ganz schön lang machen, um die ganzen Geräte anzuschaffen, die Grundausstattung. Und da habe ich jetzt auch Bienenvölker gespendet bekommen und halt für Bienenfutter Spenden bekommen, glücklicherweise, wo ich sehr dankbar für bin. Und ja, Spender, Großspender werden dann auch schon mal mit der Namensgebung bedacht. Ne? Also ich habe die Eigenart, dass die Vollvölker weibliche Namen kriegen müssen. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja, du planst da ja gerade eine Spendenaktion für die Bienenvölker, für deine Bienenvölker. Ja, ich bin da noch am Ausbauen. Also jetzt, das ist der Anfang erst. Ich möchte die Völkerzahl nächstes Jahr verdoppeln und muss da immer sehen, wie ich das mit meinem knappen Budget vereinbare. Und ja,
bin da immer froh, wenn Menschen, die selber keine Bienen halten wollen oder können aus irgendwelchen Gründen, wenn die sagen, ja, das ist toll. Die Bienen sind ja immerhin für bis zu 75% der Bestäubungsleistung für unsere sogenannten Nutzpflanzen, für unser Obst da und Gemüsesorten, alles. Wer da Bienenretter sein müsste, jeder Euro zählt und hilft mir ungemein, das Ganze auszubauen. Zumal ich ja auch, ich habe ja die Bienengruppe bei Telegram und auch meinen Bienenkanal. Und über diese Gruppe habe ich Menschen kennengelernt, die jetzt am Anfang mit den Bienen stehen und die begleite ich da. Also ich bin da immer fast rund um die Uhr ansprechbar für Imkerei-Einsteiger. Und ich begleite die da ehrenamtlich, kostenlos, steckt da auch teilweise viel Zeit rein in die Begleitung von Menschen bei den Bienen und in auch in vielen anderen Lebensfragen. Und genau, ich bin da im Vertrauen, dass ich für die Lebenszeit, die ich investiere, von irgendwo anders her dann auch Rückfluss kriege, damit ich irgendwie weiterkomme. Ja, das ist sehr ehrenhaft, Bernd, was du da tust. Und ich hoffe, auf diese Art und Weise erreicht dein Spendenaufruf ganz viele Menschen und du wirst dabei unterstützt bei dem, was du tust. Ja, da bin ich sehr dankbar für über jeden Euro. Das ist da auch kleinste Summen. Kleinvieh macht auch Mist und ich freue mich da sehr drüber. Jetzt im Winter darf ich wieder neue Kastenbausätze anschaffen und das geht immer so kleckerweise, wie es möglich ist. Und ja, aber ich bin da in Geduld und im Vertrauen, dass sich alles fügt. Und bisher ist es immer super toll gewesen und ja, sozusagen Gott, das Universum, hat alle Türen geöffnet, dass es immer weiter ging und die Bienen nicht drunter leiden mussten, dass kein Futter da war oder irgendwas anderes nicht da war. Es hat immer gepasst und das ist einfach fantastisch zu sehen, wie dieses Miteinander funktioniert, wie es immer Menschen gibt, die sagen, okay, ich habe es gerade über, ich gebe es weiter, sei es jetzt für mein Projekt, für andere Projekte. Es ist einfach toll, wie das alles fließen kann, wenn wir Menschen einfach zusammenstehen. Ja, deswegen blenden wir jetzt auch mal das Spendenkonto ein für dich. Ja, damit der sich berufen fühlt, dir unter die Arme zu greifen und den Bienen zu helfen und damit auch sich selbst zu helfen, ein gutes Werk tun kann. Mit diesen Worten möchte ich das Interview beenden und würde mich sehr freuen, wenn ich dich nochmal zu einem Gespräch einladen darf. Ja, immer sehr gerne. Die Zeit nehme ich mir gerne, da als Bienenbotschafter. Bienenflüsterer bist du. Ja, Bienenflüsterer, Bienenbotschafter. Bei meinen Bienen bin ich der Flüsterer, hier bin ich jetzt gerade der Botschafter vielleicht ein bisschen mehr. Egal, du tust ein gutes Werk. Ich genau. Find's klasse. Es macht und ich freue mich aufs nächste Mal. Genau, ich freue mich auch riesig, wenn wir das hier weiterführen. Und es gibt noch so viel zu sagen zum Thema Bienen und ja. Ja, wir sind gespannt. Ja, ich freue mich und bin auch gespannt, wie sich das entwickelt hier. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe euch. Bis dann.